Lass mal hier raus! Krieg in der Ukraine. Beinahe zwei Jahre wehrt sich das Land gegen die russischen Besatzer. Wann hat das Töten ein Ende? Der Ruf nach Frieden wird lauter. Ob aus der Türkei, Brasilien, China, Afrika oder Europa. Es gibt niemanden, der in der Lage wäre, Wladimir Putin ein Ultimatum zu stellen. Viel wurde versucht. Doch bislang sind alle Friedensinitiativen gescheitert. Warum? Wladimir Putin gibt den Einmarschbefehl. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen dringen russische Soldaten auf ukrainisches Territorium vor. In der Millionenmetropole Kiew verschanzen sich die Menschen in U-Bahn-Stationen. Schon nach kurzer Zeit wird klar, Russlands Ziel, die Ukraine zu überrennen, um den Krieg schnell zu beenden, wird für Putin zum militärischen Debakel. Ich denke, es ist nicht zur Niederlage der Ukraine gekommen, weil die ukrainische Gesellschaft, die ukrainische Politik, auch die ukrainischen Streitkräfte in dem Bewusstsein, dass dieser russische Überfall wirklich absolut existenzgefährdend ist, eine unglaubliche Widerstandskraft aufgebracht haben. Während Russland weiter auf einen schnellen Sieg setzt, hofft die Ukraine auf Unterstützung, sucht nach einem Partner, der Russland zur Vernunft bringt. Volodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, will sich nicht geschlagen geben. März 2022. Die Türkei will vermitteln. Der türkische Präsident Erdogan ruft im März 2022 beide Seiten zu sich. Erdogan als Friedensstifter. Die Gespräche nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn verlaufen im Nichts. Mikhailo Podolyak ist Berater des ukrainischen Präsidenten. Bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine saß er mit am Verhandlungstisch. Gab es zu Beginn des Krieges eine echte Chance auf eine Einigung mit Russland? In den Verhandlungen hat Russland immer nur Ultimaten gesetzt. Sie sagten, wir dürften keine Armee mehr haben, dass wir unsere komplette Souveränität aufgeben müssten. Es ging nicht um ein NATO-Beitrittsverbot, sondern um das Verbot aller Freiheiten eines Landes. Es hat also niemals auch nur annähernd eine Einigung mit Russland gegeben. Die Ukraine will sich nicht unterwerfen. Russland will nicht weiter verhandeln. Die Angriffe gehen weiter. Der ukrainische Ort Butscha wird zu einem Synonym für Gräuel und Kriegsverbrechen. Der Vorort Borodjanka in Kiew. Während Ukrainer und Russen noch am Verhandlungstisch sitzen, wird der Ort von den Russen eingenommen. Später dann von der Ukraine wieder zurückerobert. Es gibt rund um Kiew mehrere Orte, in denen Flugplätze oder Ähnliches sind. Und so etwas kann man ja als strategisches Objekt betrachten. Aber hier ist davon weit und breit nichts. Hier stehen nur Wohnhäuser. Borodjanka hatte vor dem Krieg rund 13.000 Einwohner. Während der russischen Besatzung versteckte sich Lilia Dyschlovskaja tagelang mit ihrer Enkelin vor dem Beschuss. Seit Juni 2022 lebt sie in einem Container. Ist das ihr Mann? Ja. Wo ist er gerade? Im Krieg. Wo? Als Offizier bei Kupjansk. Erhalten Sie von ihm Nachrichten? Ja, guten Morgen und gute Nacht. Die wichtigsten Nachrichten im Leben. Ihr Mann kämpft für die Freiheit der Ukraine.
Das Land leidet schwer unter den Folgen des Krieges. Die Wirtschaft ist am Boden. Viele Bauern werden ihr Getreide nicht mehr los. Dabei ist die Ukraine auf den Export von Getreide angewiesen. Vor dem Krieg war die Ukraine weltweit der fünftgrößte Getreideexporteur. Der Krieg verhindert auch den Export. Jetzt fehlt das Getreide in vielen Ländern der Erde, die dringend auf die Lieferungen aus der Ukraine angewiesen sind. Im Juli 2022 kommt ein sogenannter Getreidedeal zustande. Federführend wieder der türkische Präsident Erdogan. Die Exporte über das schwer umkämpfte Schwarze Meer sind ab sofort wieder möglich. Bis Mai 2022 steigen die Getreidepreise auf ein Allzeithoch von 438 Euro je Tonne. Weltweite Hungerkrisen drohen, doch nach dem Getreidedeal sinken die Preise wieder. Der türkische Präsident Erdogan verfolgt auch eigene Ziele. Er will sich selbst als geopolitischer Partner für alle Seiten darstellen. Aus Sicht der Türkei macht er das mit Erfolg, sagt der türkische Politologe Hasan Köni. Dank der Freundschaft unseres Präsidenten zu Putin und der gleichzeitigen Verhandlungen mit Selenskyj hat die Türkei es geschafft, beide Seiten mehrmals an den Verhandlungstisch zu bringen. Um auch in Zukunft eine Gesprächsbasis zu schaffen, wird die Türkei als Verhandlungsführer unabdingbar sein. Erdogans Kalkül: 2023 finden in der Türkei Präsidentschaftswahlen statt. Die Hochglanzbilder als internationaler Vermittler helfen da. Außerdem gibt es in der Türkei viele, die den Westen ebenso ablehnen wie in Russland. Putins Vorwurf, die Amerikaner hätten den Krieg provoziert, trifft hier bei vielen auf Zustimmung. Das NATO-Mitglied Türkei betreibt eine Politik zwischen den Stühlen. Wenn wir uns die Schwarzmeerpolitik Russlands und der Ukraine anschauen, dann hat die Türkei für eine gut kontrollierte Situation gesorgt, mit der beide Seiten zufrieden waren. Die Türkei ist von Beginn an daran interessiert, dass es so schnell wie möglich zu Friedensverhandlungen kommt. In der Türkei wird Erdogan dafür gelobt. Die ehemalige NATO-Mitarbeiterin und Sicherheitsexpertin Stefanie Babst sieht seine Rolle kritischer. Ich habe diese türkischen diplomatischen Aktivitäten eigentlich immer nur gelesen als eine Möglichkeit für Ankara, sich selbst eben als einen wesentlichen Player in den Vordergrund zu schieben. Zu wirklichen Friedensgesprächen haben die türkischen Bemühungen bislang nicht geführt. Andere versuchen es erst gar nicht. Die US-Amerikaner halten sich auffallend zurück. US-Präsident Biden sieht in Verhandlungen mit dem Autokraten im Kreml keinen Sinn. Er setzt vielmehr auf eine Stärkung der NATO. Wenn Herr Putin auf jemanden gewartet hätte, mit dem er sich vielleicht an einen Tisch gesetzt hätte, dann wäre das Joe Biden gewesen. Weil der russische Präsident schon immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf Augenhöhe mit den anderen Supermächtigen in dieser Welt zu konferieren, zu reden. Aber Joe Biden hat sich ihm entzogen. Der amerikanische Präsident hat seit Beginn des Krieges deutlich gemacht, ich rede nicht mit dir. Und Putin redet nicht mit dem Westen. Medienanfragen blockt er ab. Friedensverhandlungen bleibt er fern. Im russischen Fernsehen beteuert er jedoch, Russland sei bereit zu Friedensgesprächen. Es geht hier nicht um Kompromisssuche auf russischer Seite, sondern es geht darum, der Ukraine eben einen Frieden nach russischen Vorstellungen aufzuzwingen. Das lehnt die Ukraine ab. Weitere Gespräche finden nicht statt. Die USA und die EU schicken militärische Ausrüstung und Munition in die Ukraine. Mit Waffen soll für Frieden gesorgt werden. September 2022. Die Ukraine feiert Geländegewinne im Nordosten des Landes. Die Befreier werden mit Jubelstürmen empfangen. Doch jeder Meter Geländegewinn ist teuer bezahlt. Auf einem Vorstadtfriedhof bei Kiew. Auch Serhii Uslow hat bereits 5 seiner engsten Freunde im Krieg verloren. Überall sehen wir frische Gräber. Auf diesem Teil des Friedhofs liegen Unbekannte.
Keiner weiß, wer da gestorben ist. Hier steht nur eine Nummer, 632, 634. Ja, hier liegen ganz viele unbekannte Tote. Das sind einfach Leute, von denen nur noch einzelne Teile gefunden wurden. US-Schätzungen gehen von rund 200.000 getöteten und schwer verletzten ukrainischen Soldaten aus. Auf russischer Seite liegt diese Zahl bei schätzungsweise 315.000. Zudem wurden laut den Vereinten Nationen seit Februar 2022 mindestens 10.000 Zivilisten in der Ukraine getötet, darunter mehr als 570 Kinder. Bundeskanzler Scholz ruft die Zeitenwende aus. Deutschland müsse wieder verteidigungsfähig werden. Milliarden Euro sollen für Waffen ausgegeben werden. Die Rüstungsindustrie profitiert. Weitere Waffenlieferungen helfen der Ukraine, sich weiter zu widersetzen. Zu Beginn des Krieges war die Ukraine militärisch schwach. Also was man sicher sagen kann, ist, dass die Ukraine in dieser frühen Phase wirklich aus einer Position der militärischen Schwäche heraus in diese Verhandlungen hineingegangen ist. Und nicht umsonst hat eben die ukrainische Seite diese weitreichenden Kompromissvorschläge gemacht, während Russland siegesgewiss bei seinen Maximalforderungen geblieben ist. Das war die Dynamik zwischen den Kriegsparteien in den ersten 8, 9 Monaten nach Beginn der Vollinvasion. Und daran sind diese Verhandlungen am Ende gescheitert. Fazit nach dem ersten Kriegsjahr: Russland bombt weiter. An Friedensgesprächen nach westlichen Vorstellungen zeigt Putin kein Interesse. Alle diplomatischen Bemühungen verlaufen erfolglos. Februar 2023. Bei der UN-Vollversammlung drängt Außenministerin Annalena Baerbock eindringlich auf eine Unterstützung der UN-Resolution. Ihr Ziel? Ein gerechter und dauerhafter Frieden für die Ukraine und ein Rückzug der russischen Truppen. Jeder von uns muss sich heute entscheiden. Entweder isoliert mit dem Unterdrücker dastehen oder für Frieden stehen. Eine große Mehrheit unterstützt die Resolution gegen Russland. China und Indien enthalten sich. Moskau schweigt und macht weiter. Gleichzeitig tritt ein neuer Player auf die Bühne. Brasiliens Präsident Lula da Silva macht einen Vorschlag zu Friedensgesprächen. Lula hat soeben eine Wahl gewonnen. Er will sich als Vertreter des globalen Südens und Gegenspieler der USA international positionieren. Sein Land ist nach wie vor wirtschaftlich eng verbunden mit Russland. Ebenfalls im Februar 2023 schlägt China Friedensverhandlungen vor. Politisch und wirtschaftlich ist auch China eng mit Russland verbunden. Beide Initiativen führen zu keinen Friedensgesprächen. Was bedeuten sie also? Diese Initiativen, die wir gesehen haben, sei es eben von Seiten Brasiliens über Lula oder auch von Seiten der Chinesen, sind in meinen Augen nichts anderes als Makulatur. Das sind keine Player, die ein aggressives Terrorregime, ein nuklear bewaffnetes, in irgendeiner Form zu einer Verhaltensveränderung bringen können. Ich glaube, es gibt niemanden, der in der Lage wäre, Wladimir Putin ein Ultimatum zu stellen, an das sich dann der russische Staatspräsident auch halten würde. Aber letztlich geht es um Abhängigkeiten. Russland ist zunehmend abhängig von China. China kauft billiges russisches Öl, profitiert damit indirekt vom Krieg. Viele Länder stellen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vor einen Frieden in Europa. So zum Beispiel auch Indien. Das Land will sich nicht mehr blind nur dem Westen unterordnen, übt deshalb keinen Druck auf Russland aus und hat sich bei der UN-Abstimmung auch enthalten. Murati betreibt im südindischen Kola einen Düngemittelvertrieb. Der Krieg in der Ukraine ist hier weit weg. Seinen Dünger bezieht er überwiegend aus Russland. Die Probleme von Russland und der Ukraine sind nicht unsere Probleme.
Wenn Indien und Pakistan Streit haben, hören die anderen Länder dann mit dem Existieren und dem Essen auf? Nein. Sie leben einfach weiter und machen ihre Arbeit. Unser Land hat 1,4 Milliarden Einwohner. Die müssen ernährt werden. Deshalb ist es auch völlig in Ordnung, Düngemittel aus Russland zu kaufen. Sanktionen gegen russischen Dünger interessieren in Indien kaum jemanden. Hauptsache, Russland kann liefern und die Preise stimmen. Narayan Swami baut Bohnen, Tomaten und Chilis an. Ohne Dünger kein Ertrag. Das sei für ihn wichtig. Krieg ist immer schlecht. Krieg kann zu Engpässen führen. Die Düngemittel werden von der Regierung gekauft und dann unter uns Bauern verteilt. Wir wissen nicht mal, woher das kommt. Aber wenn wir etwas anbauen und es keinen Dünger gibt, ist das schlecht. Indien ist ein langjähriger Partner. Also die Partnerschaft zwischen diesen beiden Staaten, die geht ja Jahrzehnte zurück und umfasst viele Bereiche, natürlich vor allen Dingen auch den energiepolitischen Bereich, aber auch den militärischen Bereich. Trotz der westlichen Sanktionen ist Russlands Wirtschaft weiter relativ stabil, dank zuverlässiger Handelspartner. So ist der Handel mit China im Vergleich zum Vorkriegsjahr um 27% gewachsen. Mit der Türkei hat sich das Handelsvolumen um ganze 93% erhöht und mit Indien ist es gar um 243% angestiegen. Es ist eben auch so, dass Russland in der Weltwirtschaft eine bestimmte Rolle spielt, gerade im Verkauf von Ressourcen, von Erdöl und Erdgas. Und da gibt es Abnehmer dafür und darauf kann Russland sich bisher verlassen. So könne es sich Russland leisten, seinen Angriffskrieg fortzuführen. Und so gäbe es auch keinen ausreichenden wirtschaftlichen Druck, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, so der Experte. Juni 2023. Eine weitere Friedensinitiative. Diesmal kommt der Vorschlag von mehreren afrikanischen Staatschefs. Die Afrikaner haben insbesondere ein Interesse, die weggebrochenen Getreidelieferungen aus der Ukraine abzufedern und sich dafür international in den Fokus zu bringen. Mehrere Tage treffen sich die afrikanischen Regierungschefs mit Putin. Doch auch diese Initiative trägt keinerlei Früchte. Russland unterstützt mehrere afrikanische Regierungen seit längerem, vor allem militärisch. Insbesondere durch die Gruppe Wagner. Die Söldnertruppe feiert auch in der Ukraine Erfolge für Russland. Die Eroberung der Stadt Bachmut rückt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Doch es kommt zu Unstimmigkeiten mit der russischen Armeeführung. Wo ist meine verdammte Ausrüstung? Prigoschin eskaliert. Im Juni 2023 dringen seine Söldner hunderte Kilometer in russisches Territorium ein, ohne größeren Widerstand. Doch nach wenigen Stunden bricht Prigoschin die Meuterei ab. Ein Bürgerkrieg innerhalb Russlands ist abgewendet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Meuterei, wäre sie erfolgreich gewesen, die innenpolitische Konstellation in Russland in einer Art und Weise beeinflusst hätte, die zu einer Minderung militärischer Aktivitäten zum Beispiel geführt hätte. Möglicherweise sogar zu einer innenpolitischen Konstellation, in der Russland den Krieg erst einmal nicht weitergeführt hätte. Ist damit die bisher größte Möglichkeit auf ein Kriegsende verstrichen? Der Putsch bleibt ohne Konsequenzen. Kurze Zeit darauf stirbt Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz. In der Ukraine ist der Kampfeswillen weiterhin ungebrochen. Wir sind zu Besuch bei der 39-jährigen Tatjana. Sie floh vor 9 Jahren mit ihrem Mann Alexander und den beiden Söhnen vor dem Krieg im Donbass in die Hauptstadt. Als 2022 der vollumfängliche Einmarsch losging, hatte er keine andere Wahl als zu kämpfen. Denn nach 2014 hat er sich ständig Vorwürfe gemacht, dass er sein Haus nicht beschützt hat. Tatjanas Mann Alexander meldet sich am ersten Kriegstag bei der Armee. Ohne Erfahrung an der Waffe hilft er zunächst in freiwilligen Bataillonen bei der Verteidigung von Kiew, später an der Front. Anfang 2023 geht es für ihn ins hart umkämpfte Bachmut. Это было второго
Das war am 2. Februar 2023. Am 2. Februar kamen sie zu uns und haben mir mitgeteilt, dass mein Mann am 31. Januar gefallen ist. Da war er gerade 3 Tage in Bachmut gewesen. Während der 17-jährige Sohn Jegor sofort versteht, dass Papa nicht mehr von der Front zurückkehren wird, muss Mutter Tatjana dem 10-jährigen Ignat die schreckliche Nachricht schonend beibringen. Er weint die ganze Zeit und vermisst seinen Papa sehr. Papa hat jetzt den Platz eines Superhelden eingenommen. Aber natürlich hätten wir ihn lieber wieder zu Hause empfangen. Was sagen Sie den Leuten, die sagen, dass es jetzt genug ist, dass man sich jetzt an einen Tisch setzen und den Krieg beenden muss? Darauf reagiere ich äußerst negativ. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wofür haben wir dann gekämpft? Wozu die ganzen Toten? Und vor allem, worüber sollen wir denn mit denen sprechen? Gespräche kann es nur nach unseren Vorstellungen geben. Die Ukraine bleibt standhaft. Doch hier stößt die Solidarität auch an ihre Grenzen. Politische Parteien auch aus anderen Ländern sagen, man solle die Ukraine nicht länger unterstützen. Die Ukraine müsse sich mit Russland an den Verhandlungstisch setzen, auch bereit sein zu Zugeständnissen. So geraten die Regierungen im Westen unter Druck. Hinter solchen Kampagnen stecke auch Russland, so vermutet die Ukraine. Russland hat ein Interesse an Chaos auf allen Ebenen. Die Leute sollen komplett verunsichert werden. Russland will eine Panik erzeugen, denn wer panisch ist, trifft die falschen Entscheidungen. Darum stecken sie so viel Geld in die Propaganda und die Erzeugung von Angstszenarien. Nach weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen startet die Ukraine im Sommer und Herbst 2023 eine Gegenoffensive. Die Ukraine sucht die Entscheidung. Doch die Gegenoffensive verpufft. Zu stark sind die russischen Truppen. Es war immer klar, dass die Ukraine rein militärisch Russland nicht besiegen kann, sondern es muss darum gehen, Russland unter Druck zu setzen, auch punktuell Territorialgewinne zu erzielen, sodass sich in Moskau die politischen Vorstellungen darüber ändern, dass dieser Krieg erfolgreich geführt werden kann und man dann doch bereit ist, mit der Ukraine zu verhandeln, und zwar zu den Konditionen Kiews und nicht den Konditionen Moskaus. In Kiew gibt es seit fast 2 Jahren eine Sperrstunde. Ständig herrscht Luftalarm. Wir sind verabredet mit dem ukrainischen Politik- und Militärexperten Oleksandr Misojenko. Häufig gehen die Initiativen davon aus, dass die Ukraine irgendwas unterschreiben oder aufgeben muss. Aber warum soll die Ukraine das tun? Und was tut Russland bitte im Gegenzug? Russland wird irgendwie immer außen vor gelassen. Viele, die diese Initiativen vorschlagen, vergessen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Russland etwas unterschreibt und dann irgendwas davon überhaupt einhält. Wie soll man das überhaupt garantieren? Laut einer aktuellen Umfrage wollen 80% aller Ukrainer weiterkämpfen. Aufgeben sei für viele keine Option. Ich bin natürlich nicht gegen Frieden, aber der Frieden muss gerecht sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Systeme des internationalen Rechts außer Gefecht gesetzt werden. Wir behaupten ja immer alle, dass wir so zivilisiert sind, dass die Menschen im 21. Jahrhundert einander verstehen. Aber gleichzeitig lassen wir zu, dass ein stärkerer Staat einen schwächeren einfach überfällt. Und dann sagen wir, das ist in Ordnung. Und so sollen wir dann einfach weiterleben? Die Ukraine will sich nicht unterwerfen. Und Russland? Putin hat sein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt, ist scheinbar bereit, diesen Krieg noch jahrelang fortzuführen.
Schließlich ist die russische Wirtschaft trotz westlichen Wirtschaftssanktionen im vergangenen Jahr um rund 3% gewachsen. Das liegt auch daran, dass der Ölpreis mit durchschnittlich $82 pro Barrel deutlich über Vorkriegsniveau lag. Einen Großteil seiner Einnahmen steckt Russland ins Militär. Für 2024 sind hier 109 Milliarden Euro eingeplant, ein Drittel des Gesamthaushalts. Im Büro des ukrainischen Präsidentenberaters Mykhailo Podolyak ist die Hoffnung auf Friedensgespräche deshalb äußerst gering. Gibt es eine reelle Chance auf Frieden? Nicht auf Frieden. Auf was dann? Die einzige Chance, uns eine Garantie auf ein Überleben zu geben, nicht nur in Kiew und der Ukraine, sondern überall, ist eine krachende Niederlage für die Russische Föderation. Eine andere Chance haben wir nicht. Alle Ideen, einen Kompromiss zu finden oder sich mit Russland auf irgendwas zu einigen, sind absolut undenkbar. Januar 2024. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos meldet die Ukraine einen erneuten Friedensgipfel an. Schon bald sollen möglichst viele Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck bringen. Russland signalisiert Ablehnung. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagt, die Ukraine verfolge realitätsferne Forderungen wie den Abzug russischer Truppen. Während in Davos um den Frieden gerungen wird, muss in Kiew irgendwie der Kriegsalltag organisiert werden. Der Bürgermeister und ehemalige Boxweltmeister Vitali Klitschko bei der Wiedereröffnung einer zerstörten Brücke. Mit kosmetischen Ausbesserungsarbeiten kommt er kaum hinterher. Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau des Landes liegen schon jetzt bei mindestens 400 Milliarden Euro. Und jeder in Deutschland muss nie vergessen, wir kämpfen und verteidigen nicht nur unser Land, wir verteidigen jeden von euch. Weil wir hören die Stimmen in Moskau wegen Polen. Polen gehört zum russischen Imperium, die baltischen Länder. Und wir werden auf keinen Fall aufgeben, weil das ist unser Land und kämpfen wir für unsere europäische Zukunft. Klitschko, der die Stadt seit 2014 regiert, wollte aus Kiew eine moderne Metropole machen. Nun ist er Krisenmanager. Letztes Jahr haben wir eine richtig schwierige Zeit gehabt, weil die Russen versucht, unsere kritische Infrastruktur zu zerstören, lassen uns frieren in den Winter ohne Heizung, ohne Elektrizität, ohne Wasser. Das ist kein Krieg, das ist Volksmord, das ist Terrorismus. Und wir schätzen in diesem Winter, die versuchen schon wieder attackieren unsere kritische Infrastruktur, aber in dieses Jahr wir sind besser geschützt. Die Stadt ist zwar besser geschützt, doch die Angriffe zu Jahresbeginn schlimmer denn je. Bis zu 100 Raketen und Drohnen schickt Moskau fast jede Nacht in die Ukraine. Jeden Tag sterben Menschen. Viele haben sich in den vergangenen zwei Jahren um Frieden bemüht. Nicht immer ging es dabei nur um Frieden, mal auch um Rohstoffe oder um die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu profilieren. Erfolgreich war keine der vielen Initiativen. Putin will seine Truppen nicht abziehen. Und die Ukraine, sie denkt gar nicht daran, aufzugeben. Wo ist er also, der Weg zum Frieden? Wenn wir kein strategisches Signal senden, dass wir wirklich bereit sind, die Ukraine aktiv mit zu beschützen, wird sich dieser Krieg immer weiter erschöpfen. Selbst wenn es zu Waffenstillstandsverhandlungen kommen sollte, selbst wenn der Strom westlicher Waffenlieferungen irgendwann verebben sollte, und die Ukraine gezwungen würde, nun irgendwie an den Verhandlungstisch zu gehen. Selbst wenn alles das passieren sollte, wird Russland seinen expansiven Drang nicht beenden. Der lange Weg zum Frieden. Führt er an den Verhandlungstisch oder entscheiden die Waffen? Viele in der Welt sehnen sich nach Verhandlungen, doch Russland setzt weiterhin auf Stärke. Und die Ukraine, unterstützt vom Westen, hält dagegen. Solange das so ist, wird dieser Krieg wohl noch lange weitergehen. Haltet ihr Friedensverhandlungen mit Russland für sinnvoll? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Kann man eine Abtreibung wirklich rückgängig machen? Und was machen Rechtsextreme auf sogenannten Pro-Life-Demos? Wir sind in internationalen Netzwerken der Abtreibungsgegner auf die Spur gegangen. Die ganze Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek.